Eine Wahnsinnstat, die heute Nacht gegen 12 Uhr hier in der Gemeinde Waldsitzenheim passiert ist. Ein 51-Jähriger hat seine Ex-Freundin, die er schon jahrelang gestalkt hat, auch mit einem Kopfschuss ermordet und auch deren Mutter, die ihr dann zu Hilfe kommen wollte, getötet. Aber wie war diese Familie? Wie war sie im Ort integriert? Was weiß man über die Familie? Und wer kann uns das jetzt besser erklären als der Bürgermeister von Waldsitzenheim, Joachim Meislinger? Herr Bürgermeister, was weiß man über diese Familie? Wie integriert waren sie, beziehungsweise sind sie Urwalser oder was kann man darüber sagen? Man kann auf alle Fälle sagen, sie waren Urwalser gewesen. Wir sind allgegenwärtig bei uns unterwegs, man trifft die auf der Straße beim Spazierengehen und am Friedhof letzte Woche zum Beispiel. Aber ja, ich glaube mal, die ganze Gemeinde, wo ich sitze, ist schon geschockt heute. Wusste man da etwas, dass diese Frau einen Ex-Freund hat, der sie eigentlich laufend stalkt und dass es da schon Anzeigen auch bei der Staatsanwaltschaft gegeben hat und auch Polizeieinsätze? Das ist ja jetzt das erste Mal, das war überhaupt nicht bekannt. Wirklich keine Ahnung davon gehabt. Also ich habe die junge Frau und die Seniorfrau natürlich auch gekannt, aber von dem habe ich gar nichts gewusst. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es einen Partner gegeben hat. Eine kleine, beschauliche Gemeinde wie Waldsitzenheim, was sagen auch die Anwohner zu diesem tragischen Doppelmord? Ja, es ist die ganze Gemeinde geschockt. Überall, wo du hinkommst, ist das natürlich heute das Thema. Und es kann überhaupt niemand fassen, was da passiert ist, ist ein leichter Ausnahmezustand heute in unserer Gemeinde. Es gibt ja auch Debatten im Parlament zu mehr Schutz, eben weil es so viele Frauenmorde gegeben hat. Das sind jetzt die 10. und 11. in Österreich. Was sagen Sie, was ist Ihre Meinung dazu, wie man dem vielleicht entgegenwirken kann? Ja, das ist sehr schwierig. Natürlich, ich bin ja heute schon angerufen worden von unserer Bundesrätin aus Wien, die hat mir gesagt, dass heute genau im Parlament diese Debatte läuft. Ist ein sehr schwieriges Thema. Beziehungsdramen wie dieses wahrscheinlich, wenn es ist, kann man nicht in den Griff kriegen. Natürlich eine sehr bedauerliche Sache, was sie da im heutigen Jahr in Österreich schon abgespielt hat. Und dass wir jetzt in Waldsitzenheim nur zwei Fälle haben, ist natürlich nur für uns noch bedauerlicher. Danke vielmals, Herr Bürgermeister. Ja, momentan laufen natürlich auch noch die Erhebungen. Der 51-jährige Mörder sitzt im Polizeianhaltezentrum in Salzburg und wird hier laufend von den Kriminalbeamten verhört, um eben mehr Licht und in dieses Drama zu bringen.